Ratspräsident Tusk hat ja heute vor allem die Rolle der Regionen hervorgehoben. Welche Bedeutung haben Regionen in der Europäischen Union? Also ich glaube, es war sehr erfreulich, dass der Herr Ratspräsident heute sich so deutlich bekannt hat zum Regionalismus und damit zur Dezentralisierung in Europa und dass er vor allem auch hervorgehoben hat, dass immer dann, wenn in Europa ein ganz großes Problem zu bewältigen ist, wie zum Beispiel jetzt die Flüchtlingskrise oder auch die Integration der Flüchtlinge, dass dann besonders die Regionen und die Kommunen, also Städte und Gemeinden, gefordert sind und auch sozusagen ihren Beitrag dazu leisten müssen, und der ist ein ganz besonders großer. Und ich bin der Meinung, dass man aber dazu auch sagen muss, dass für die Bewältigung dieser Aufgaben natürlich die Kommunen und die Regionen auch die entsprechende administrative, politische und auch wirtschaftliche, finanzielle Unterstützung haben müssen. Das ist gar keine Frage. Was erwarten Sie sich? Das hat ja ein Statement von Donald Tusk, hat ja vor allem auch symbolischen Charakter. Hat es auch wirklich Einfluss dann auf die Politik der Europäischen Union? Nachdem ja die Frage der Regionalisierung und der Dezentralisierung eine ist, die in den Mitgliedstaaten selbst gemacht werden und umgesetzt werden muss, hat er natürlich als der Vorsitzende, der Regierungschef der Mitgliedstaaten, schon einen Einfluss. Und wenn er immer wieder betont, wie wichtig die Regionalisierung für die Europäische Union ist und für den Europäischen Rat ist, dann werden vielleicht manche nachdenken darüber, ob sie nicht die innere Struktur ihres Staates doch etwas stärker dezentralisieren, weil im Moment hat man schon den Eindruck, dass das eher in eine andere Richtung geht. Und da hat er wiederum sehr stark auf die historische Bedeutung hingewiesen und gesagt, in Europa ist alles Schlechte im Wesentlichen entstanden aus dem Nationalismus, aus dem Zentralismus und aus der Gleichschalterei. Sie sind ja auch sehr involviert, wenn es um External Relations der Europäischen Union geht. Wie sehen Sie da die Bedeutung auch der Regionen, um dort eine bessere Integration der Erweiterung herführen zu können? Also ich glaube, dass gerade jene Staaten, die jetzt auf einen Beitritt warten und sich darauf vorbereiten, dass man denen ganz besonders deutlich machen muss, wie wichtig die Dezentralisierung und damit auch die Regionalisierung ist. Nämlich für die Umsetzung der EU-Politiken. Es wird die Europäische Union keine Zukunft haben, wenn sie eine zentralistische Union ist. Sie wird nur als eine dezentrale, eine regionalisierte Union Bestand haben und Zukunft haben. Und daher ist es so wichtig, dass wir denen, die herein wollen, auch gleich von vornherein sagen, wie wichtig für uns der Regionalismus ist.